Übrigens Frederic Moté, die Musik The Dogs. Falls ihr das Spiel kennt, Nightmare Creatures, gebt mir bitte ein Bier. Hoffentlich laufe ich jetzt noch richtig. So, die Kiste kann nicht mehr weit weg sein. Der Hirsch weist mir den Weg. Hier, willst du ein Bier, Hirsch? Willst du ein Hirschbier? Lauf doch nicht weg vor mir, Hirschbier. Oder willst du ein Kirschbier, Hirsch? Hirsch, Kirschbier. Immer so einen leichten Hüpfer und gucken, wo etwas zu sehen ist. Vielleicht eine Kiste in der Nähe. Ich sehe mal rein nichts. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht daran vorbeigelaufen. Da schleicht auf jeden Fall jemand. Okay. Ich begebe mich jetzt mal nach Norden auf einen etwas höheren Aussichtspunkt. Vielleicht erblicke ich von dort Kiste oder wo sie sein könnte. Habe ich hier etwas übersehen? Das ist sehr unwitzig. Wisst ihr das? Sehr, sehr unwitzig. Ich glaube, ich bin noch nicht weit genug gelaufen. Oh, das sieht ja aus wie bei Counter-Strike oder sonst was. Tactical Ops. Hupf, hupf, hupf. Dauerjumpen. Ja, das hat es dann schon gebracht. So. Nichts zu sehen. Ich werde einfach weiter hier hinlaufen. Mal gucken, es war der vielleicht auch nicht ganz der richtige Weg. Mal gucken. Ich bin in diese Richtung, bin abgewichen. Ich muss tatsächlich etwas weiter nach hier runter. Uiuiuiui. Nichts verpassen, nichts verprassen. Hier, du kriegst noch einen von mir. Wo ist die Kiste? Where is the crate? Ja, jetzt wird die warm, wo? Was liegt denn hier? Duschberg. Nimm mal alles mit, wir haben ein bisschen Platz noch da. Nicht viel, aber ein bisschen. Das da hinten sieht aus wie eine Kiste. Ist es eine Kiste? Oder ist es einfach nur ein Schatten? Es ist eine Kiste. Na gut, ein bisschen was Interessantes haben wir dort gefunden. Sind umzingelt von Zombies und hauen dann einfach mal ab. Scavenging! Juhu! Und da hinten gibt es noch Mais dazu. Den ernte ich doch direkt einmal. Jetzt. Pick up. So, gucken wir auf die Karte. Wir müssen genau diesen Weg wieder zurück. So, Pi mal Daumen. Wir wollen ja in der Stadt noch überleben. Mit 8 Bier schaffen wir es auch hoffentlich. Oder nein, tatsächlich mit 8 Bier. Überhaupt kein Problem, die erste Nacht, die erste Blutmondnacht zu überleben. Ich hatte bis jetzt immer Glück bei den ersten Nächten. Die waren so easy peasy, wheezy. Gebt mir bitte Federn. Steine haben wir noch genug. Genau, Federn. Pick up the corn. Pick up the phone. Ja, mit Korn kommen wir übrigens auch ganz gut weiter. Lässt sich knusprig verarbeiten. Ist ganz lecker. Nö. Sehr gut wiederverwendbar. Oh, ja. Und ich sehe gerade wieder ein Problem. Inzwischen hat sich das gelöst mit der Warteschlange. Oh. Ja, es ist heiß. Ich weiß. Was hast du denn da noch an, was dich stört? Ja, vielleicht das Hemdchen. Komm ja noch ausziehen. Später erst. Später, später, mein Freund. Wir müssen jetzt sowieso ein paar Tage erstmal überleben, um dann nochmal den Buchladen auszuräumen. Wieso laufe ich nach Süden? Bin ich denn bescheuert? Ja, ich habe mich jetzt gerade voll vertan hier. Da muss ich hin. Ich könnte zwar hier weiter gucken, aber da ist nämlich The Street. The Street of No Return. Hopeless. Oder so. Ja, so hieß übrigens auch mal ein Titel von mir. Hopeless ist aber schon ewig, ewig kalt her.
Oh, da war noch Platz für das Ei. Eieiei. Ja, dann kann ich auch alle Nester plündern hier. Gut, da ich mit Leder immer noch nichts anfangen kann, muss ich dann wohl die Arrows nochmal machen. Ich könnte jetzt 47 Stück machen. Ich mache jetzt mal... ja, komm, 40 reicht. Das hilft schon mal. Federn sammeln geht immer. Hier zum Beispiel einfach nochmal ein bisschen aufsammeln. Stimmt. Da das Häuslein. Hab ich ja gesagt, da könnte man sich häuslich niederlassen im Häuslein. Warum nicht? So, ich habe Pistol Grip Hunting Rifle Parts. Die Hunting Rifle habe ich abgeschossen. Oh, hier. Ich sollte das mal lesen. Hunting Rifle Receiver. Assemble ich mal gerade zusammen, damit wir Platz haben. Es ist immer eine feine Sache. So, Pistol Grip kann ich leider noch nicht. Scrap ich nochmal. Ist mir jetzt auch völlig Wurst. Mach mir das einfach. Na komm, nehmen wir den Rest mit. Jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt können wir den Weg auch zu Ende gehen. Obwohl dieser Weg, glaube ich, nicht zum Haus führte. Dieser Weg führte... Achso, da oben das Haus war das. Ja, wo führt der denn hin? Zu einer Wasserstelle. Höchstwahrscheinlich zu einer kleinen Wasserstelle. Ups, da ist die Wasserstelle. Apropos Wasserstelle. Nee, ich habe nur ein leeres Glas dabei. Lass mir das Ding mal. Wasserstelle. Wasserstelle. So, einmal rein, einmal abkühlen. Jetzt wissen wir, wo die Wasserstelle hier ist und jetzt geht's zurück. Damit sind wir schon gut bedient. So, wir haben mehr als eine halbe Stunde schon aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt. Doch, deutlich mehr. Natürlich deutlich mehr. Hab aber keine Ahnung, wie lang ich daraus jetzt noch schneiden werde. Die Folgen werden wieder 10 Minuten werden. Das ist für mich einfacher zu berechnen, einfacher wieder hochzuladen. Upsala. Und diesmal werden sie auch wieder geschnitten. Und neu berechnet. Man könnte auch einfach splitten. Geht natürlich auch, dann fehlt die Rekodierung. Die zieht natürlich deutlich Zeit an sich. Oh, hier. Mitnehmen. Jedes Korn. Jedes noch so kleine Korn muss mitgenommen werden, was ich hier sehe. Ich höre sie, ihr auch. Sie machen schon wieder Unsinn da oben. Egon, bist du's? Wo läufst du hin, Egon? So, wir laufen jetzt etwas langsamer. Wir brauchen doch unsere Schonung für die Beine. Wir können so langsam nicht mehr laufen. Da sind die ersten Häuser, die verschwinden. Links, rechts, vor, zurück. Da verschwindet's. Da taucht's wieder auf. Das ist so peinlich, echt. Entwickler, ihr müsst echt noch ganz viel basteln. Vor allen Dingen an dieser Engine. Allein schon die Grafikfehler im Online-Modus, die sind richtig derbe. Auf manchen Servern kommt es dann zu richtig Standbildern, Aussetzern, schwarze Flächen und sowas, wo ihr dann immer auf die Grafik gehen müsst. Und Apply drücken. Naja, was soll's. Könnte ich euch zwischendurch mal zeigen. Wollen wir uns denn mal... Wo waren wir denn? Dieses Häuslein hier. Hatten wir da nicht noch interessante Sachen drin? Nee, ich glaube nicht. So, wir tapern zurück zu unserem heißgeliebten Born Noble. Ach nee, Moment, das war ja das Shemway-Futz, das war kein Born Noble. Ja, konkret, das Born Noble war nämlich oben und wir haben die andere Ecke noch nicht erforscht. Das heißt, ich muss hier hoch. So viel zu einem ausgeklügelten, geklügelten Rating-System. Wir wissen ganz genau, wo wir hinlaufen müssen, nämlich nicht. Hey, hey, hey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Was ist los? Ganz ruhig. Okay.
Wir sind gleich da, keine Sorge. Gleich sind wir da und dann können wir auch loslegen. Mit einer kleinen Strategie, wie überlebe ich dann die Nacht? Ja, so zum Beispiel nicht, indem wir uns auspowern und dann direkt von Zombies umgeben sind. Hallo, Hühnchen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zusehen, dass wir die Klamotten loswerden. Uns einen Grundstock aufbauen und auf die letzte Nacht jetzt tatsächlich vorbereiten. So, nochmal andere Sitzposition. Sehr schön. Puh. Und das very Wichtigste überhaupt, um hier überleben zu können, ist zum Beispiel Absicherung. Da wir hier kein Holz haben, müssen wir uns Holz besorgen. Jetzt klappt es zum Beispiel gar nicht. Ich werde die Nacht also rennen müssen, und zwar rüber ins alte Haus. Habe dann an dieser Stelle, pass mal auf, gerade, was haben wir denn hier alles drin gelassen? Ja, allen möglichen Schrott, natürlich. Und wir könnten keinen weiteren Schrott mehr reinpacken. Ist ja irgendwie toll, ne? Das heißt, ich nehme das Papier dahin, das Buch scrappe ich. Wenn das gescrappt ist, kann ich das auch als Papier wieder ablegen. Aber das ist eine Lootkiste und eine Lootkiste bedeutet für mich, sollte man nicht vollfüllen. Darum bauen wir uns jetzt eine Kiste. So viel Holz kostet das nicht, dauert auch nur ein paar Sekunden, bis diese fertig ist. So, und in diese Kiste passt deutlich mehr rein als das andere, als die anderen Lootkisten. Hier können wir jetzt erstmal ablegen, und zwar Hosen und das Alkohol und das, den ganzen leckeren Mais, alles einfach mal hier loswerden. Die Hunting Rifle, das Fett können wir loswerden, bis auf ein Eisenstück, und eins davon behalten wir hier, nichts, gar nichts. So, ich nehme auch die Plant Fibers, nehme ich mal ganz viele weg hier. Ein paar haben wir dann schließlich noch und Federn haben wir auch noch genügend. So, dann gucke ich jetzt mal hier rein, was ich hier noch alles rausholen kann. Ach, nehmen wir alles. Ist der alles, geht mir schon nicht. Du wirst gescrapped. Bottled Murky Water. Federn, das muss raus. Jar of Honey. Ich mache das jetzt so ein bisschen wie, nicht wie zu Hause da. Beziehungsweise war ja nur das erste Zuhause. Dieses Haus ist schon gut abseits. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht lassen soll. Mit einem Minibike wäre es natürlich super, von da aus einfach wieder hier rüber zu fahren. Weil da drüben kommen wohl nicht so viele Zombies. Ja, von wegen. Wir sind ganz alleine auf dieser Karte, ganz weit weg, ab vom Schuss von irgendjeglicher Zivilisation. Ein Antibiotik behalte ich mir. Und ein super First Aid Kit, und das bitteschön immer hier drin. So, das kommt weg. Der Hammer kommt weg. Das Antibiotik kommt natürlich auch hier hin. Ich hatte zwei Hämmer. Ist ja der Knaller. Dann kommt der Hammer auch weg, weil ich habe ja eine Super Wrench. Die Munition, da wir ja keine Waffe besitzen. Und Woodframes brauchen wir hier auch nicht. Schaufeln brauchen wir hier nicht. Wie viel hat die denn noch? 60 Schläge. 103. Wir behalten mal diese hier, auch wenn ich sie jetzt gerade nicht reparieren kann. Sieht schon nicht schlecht aus. 1927, gleich ist es soweit. So, 15, 13, alles schön leer. Wir sind so leer, wie es nur geht. Wir nehmen auch ein bisschen was von dem Futter hier weg. Nochmal ein bisschen und nochmal ein bisschen.